Wir spielen zusammen. Du bist dran. Achso. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter im Koop. Stimmt. Habe ich schon gesagt, dass wir das Zweikampf sind? Guckst du mich jetzt so Fragen an? Im Koop. Ja, ich spiele auch zusammen, ich oder? Ich spiele auch mit. Oh, bitte. So, wir haben ja was zu tun, glaube ich, ne? Kiste auf und Dankeschön, oder? Kiste auf und Dankeschön. Wir haben ja den falschen Götzen. Ja. Was machen wir damit? Kann ich den anklicken? Ja, Quest annehmen. Das war schon? Und nun? Ja, läuft. Läuft! Dem Händler auf dem wunderbaren Bazar zeigen. Das soll man das dem Händler zeigen. Du kannst mal dein Reittier anmachen, das wegrenzt. Ich kann es nicht. Was ist das denn? Achso, du kannst heilen, ja. Immer noch. Aber warte mal, ich würde gerne. Achso, das kann man. Nein, wir machen jetzt die Mission. Du gehst nicht im Shop oder irgendwas. Das dauert nicht. Ich möchte den Shop. Nein. Warte, ich bin schneller als du. Guck mal. Na gut. Ich brauche ein Pferd. Weil kriege ich ein Pferd? Level 20, Level 30, keine Ahnung, ne? Meinst du was? Ja, genau. So, wir folgen jetzt diesen lustigen Feenstaub hier, dem Feenstaubweg, der auf der Straße liegt. Den sehe ich in Realität auch immer. Ja. Wenn ich in die Küche wankel und mir einen Tee mache. Ich würde sagen, ich bin da. Fantastisch. Wie hier? Warte. Ja. 1, 2, 3. Habt ihr Astraldiamanten im Angebot? Nein. Danke, dass ihr mir das zeigt. Riggs hatte recht, als er euch nicht den vollen Preis zahlen wollte. Aber totaler Plunder ist es nicht. Hier, nehmt diese Identifikationsschrift als kleine Aufwandsentschädigung. Wenn ihr weitere Schriftrollen oder Verzauberungen benötigt, schaut einfach wieder in meinem Geschäft vorbei. Schön geredet. Aber die Tante braucht man wirklich, weil wir finden in späteren Leveln immer mehr Sachen, die nicht identifiziert sind. Dafür brauchen wir Identifikationsrollen. Okay, und das kannst du dann für Kristalle, glaube ich, abgeben, oder? Whatever. So, was sagt sie noch so? Wie erhalte ich... Du brauchst Astraldiamanten dafür. Das war's, genau. Wo erhalte ich Astraldiamanten? Über die Anrufung, also wenn wir unsere Götter beschwören, erhaltet ihr eine kleine Menge an Roh-Astraldiamanten. Die man wieder wandeln kann. Beim Abschließen eines laufenden Gefechts erhaltet ihr Toasten-Roh-Astraldiamanten. Ab Stufe 10 könnt ihr bei Riggs tägliche Quests erhalten. Für tägliche Quests gibt es dann abhängig von der Dauer Belohnung zwischen 1000 und 4000. Okay, das geht relativ fix dann. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Mit steigender Stufe werden weitere tägliche Quests verfügbar. Und Riggs ist der Typ, der gleich in den Laden da steht. Auf Wiedersehen. Genau. So, und nun? Jetzt leuchtet über ihrem Haupt ein... ein Kristall. Ein Kristall. Ist das nicht toll? Super. Und die Tante kannst du übrigens auch immer über das Hauptmenü wie anwählen. Wer es noch nicht wusste... Upsa. Astral-Diamantenhändler. Einen drüber. Der da ist es, meinst du? Ja, klick mal an. Klick mal an. Nein. Okay, da kaufst du die... Der wundersame Bazar ist es. Ah, ja, genau. Richtig. So, und nun? So, nun haben wir eine andere Quest noch. Feldwebel Greed von der Taverne zum gefallenen Turm treffen. Kann ich mal kurz rechts oben lesen. Genau, aber warum zeigt er mir keinen... Kein Feenstaub an? Kein Feen, ich will Feenstaub haben. Wo stehst du eigentlich? Da hinten. Muss man wieder Feenstaub irgendwie Wenn ich anschalten? Jetzt hier stehe, habe ich auch keine Markierung. Man muss ein bisschen weiter weglaufen, dann siehst du den Zeug hier. Nee, ist auch weg. Was soll das? Abgeschlossene Quest einblenden. Optionen. Questfahrt ist... Wir müssen... Also auf der Karte ist eingezeichnet. Ich werde mich nicht verlaufen. Ich weiß, wo es ist. Also, auf geht's. Wo bist du denn? Na, ich bin die Geile. Wo bist du denn? Ach, da. Aber hier quer durch den Markt oder was? Ah, jetzt habe ich wieder Feenstaub. Ja, sag ich doch. Einfach ein bisschen bewegen, dann geht das auch. Jetzt umhole ich nicht. Boah, trampel auf mir rum, na toll. Ja. Ich bin fast da. Ich brauche ein Pferd. Ich gehe durch die Grafik durch, mein Hintern ist noch zu sehen. Ganz alles Wichtige, also kann man sehen. Turmviertel, richtig? Bing. Ja, Reisen zum Turmviertel. Hätte man auch mal sagen können, also das war jetzt gerade die Obermap-Karte für... Ihr habt doch wohl die anderen Folgen gesehen, hallo? Hallo! Hallo! Also kann auch mal zwischendurch hier, ne? Nicht vergessen, sowas hier, ne? Ganz wichtig. Und Daumen hoch und sowas. Und so, ne? Oh, Turmviertel. Das Turmviertel... Was wer schießt da auf mich? Wer wagt es? Turmviertel. Ja. Lesen. Wir haben gesagt, sowas lesen wir nicht vor. So, was will er hier? Halt mich hier gerade, keine Ahnung. Okay. Bin ich froh, euch zu sehen. Die Orks des Vielfaltstammes drohen mit der Einnahme dieses Stadtteils. Und die Neverwinter-Wache könnte bei der Abwehr der Orks eure Hilfe gebrauchen. Hm. Wenn ihr Interesse habt, dann sprecht doch mit Feldwebel Creed bei der Taverne zum gefallenen Turm. Da waren wir hin.
Coole Rüstung. Geht so. Meine Rüstung ist viel schöner als deine. Noch andere Leute hier? Nein. Lili. So. Ein was? Ein Wächteranwerber? Anwerber? Was? Ein Wettkampf. Ja, das passiert ab und zu mal, dass ein Wettkampf besteht. Das heißt, das sind so kleine Mini-Missionen, die auf der Karte immer wieder freigeschaltet werden. Und da gibt es tatsächlich einen Wettkampf unter den Spielern, die auf der Map gerade sich befinden. Da kann man irgendwie Sachen sammeln oder sonst irgendwie Müll machen. Oh, diese Wissenseinblendung. Wo ist denn überhaupt jetzt gerade? So, er ist... Ich muss ja leider lernen, wie du aussiehst. Der Feldwebel Creed. Moment. Der Vielfaltstamm hat sich diesen Bereich der Stadt zu eigen gemacht und bereitet der Neverwinter-Wache Probleme. Wir könnten eure Hilfe brauchen, um mit dieser Gefahr fertig zu werden. Das machen wir. Ihr kommt als Hilfe? Gut, die Neverwinter-Wache kann jede Hilfe gebrauchen. Stimmbruch. Hört sie mal so an, mal so an. Folterben. Die Vielpfeil-Orks sind für ihre Wildheit und Grausamkeit bekannt. Es gibt Gerüchte, dass einige unserer Soldaten von ihnen im Joaquin-Weg beim Anstieg südlich des gefallenen Turms gefoltert werden. Wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Minimiert ihre Reihen etwas und kehrt dann hierher zurück. Das schaffen wir. Ich kriege 2 Silber 45 Kupfer, du 2 Silber 42 Kupfer. Wache retten, noch eine Mission. Einige unserer Patrouillen sind im Joaquin-Weg verschwunden. Vermutlich wurden sie von den Vielpfeil-Orks gefangen oder getötet. Sollten einige der Soldaten noch am Leben sein, müssen sie gerettet werden, bevor sie in die Hände von orkischen Folterknechten fallen. 2 Silber 18 Kupfer. Ja, ich werde aber arm zum Graben kriechen. Nein, du bist ganz einfach die falsche Rasse, weil das ist ja tatsächlich so, dass Menschen nicht ganz so, deswegen, es hat tatsächlich Einfluss. Zwar nicht viel, 2 Kupfer, aber trotzdem. Die Hauptsache, ich kriege die EP. Gut, so. Das heißt, wir haben 2 zusätzliche Missionen jetzt im Log. Ja. Warte mal eben, muss ich gerade mal eben auch gucken, sind die alle gleich? Ja, Level 10, alle beide. Ja, wir sind aber nicht Level 10, wir sind Level 9. Einmal müssen wir nur Orks töten und einmal 5 Gefangenen befreien. So. Gibt es noch eine weitere Mission? Wo bist du denn überhaupt? Umdrehen, stopp. wo ist umdrehen? Da. Nur bei dir. Oh, ach, was? Guck mal, dir. Das ist eine Ork-Mission also. Joariaro, wie heißt sie hier? Egal. Guck mal. Nur weil ich Orkblut in mir habe, bin ich noch lange kein Freund der Vielpfeile. Nur weil ich Orkblut in mir habe, bin ich noch lange kein Freund der Vielpfeile. Jetzt auch gerade gesagt. Echt? Ist das du nicht hast geil. Das nicht gehört, wahrscheinlich. Natürlich nicht. Okay. Endlich jemand, der diese Menschen vielleicht zur Vernunft bringen kann. Sie halten Halborks an, die das Viertel betreten möchten, weil sie Sympathisanten der Vielpfeile sein könnten. Pah! Neverwinter ist genauso meine Heimat wie die der Wachen. Und ich möchte meinen Beitrag leisten, ohne als eine Art Verräter angesehen zu werden. Sprecht mit diesem Lanward und macht ihm klar, dass wir Halborks keine Freunde der Vielpfeile sind. Dafür, was du jetzt mehr bekommst, bekomme ich hier quasi ausgeglichen. Also 17 Kupfer. What? Das Interessante ist tatsächlich, es gibt also pro Klasse auch noch extra Missionen. Mhm. Und obwohl wir in einer Gruppe sind, ich höre definitiv den Text, denn die ist auch geil. Ist ja auch also meine Mission. Gut, vielleicht hätte ich deine Mission. Sie anklicken müssen, aber sie redet ja eigentlich nicht mit mir. Also insofern, hier haben wir noch einen Kopfgeldverwalter, der hat manchmal auch noch Missionen. Oh. Echt jetzt? Ja, hat er Ork-Kopfgeld. Sammeln Sie 5 Vielfalt-Insignien bei den Orks im Turmviertel. Okay, das heißt, wenn wir sowieso 25 killen, müssen die da irgendwo rumliegen. Das ist quasi kostenfrei dazu. Also, was sind diese Kopfgeldjäger-Typen? Das sind die Typen, in jedem Level gibt es spezielle Währungen. Ich nenne sie mal Währungen. Ne? Mhm. Und die Gegner lassen die Dinger fallen und die Währung kann man dann nachher für so einen Sack eintauschen, den wieder aber aufmachen nur in kann. Der Region. Also nur in der Region. Region andere und da gibt es auch immer andere Währungen, die man... Und das Inventory wird dann vollgemüllt. Durch das Erledigen im Prinzip hier brauchen wir Vielfeil-Insignien. Je mehr wir sammeln, bei 10 Stück, seht ihr, können wir da einen Schatzbeutel der Vielpfeile kaufen. Genau. Das ist ein ungewöhnlicher Ausrüstungsgegenstand. Bei anderen ist es dann irgendwie ein anderer Gegner. Den, genau. Was auch immer. Bla, bla, bla. Bla, okay. Bla, bla. So. Sind wir schon gerade Level 10? Nein. Ist egal, wir machen sie trotzdem platt, würde ich sagen. Machen wir einfach mal, laufen wir jetzt in den Feenstopp hinterher, oder was? Immer. Oh, reiten, okay. Ach, je. Er reitet mir fort. Hauen? Wäre auch nicht schlecht, ab und an mal. Fehler? Das habe ich nicht weggeteleportiert, scheiße. Na gut, was liegt hier? Was hat denn hier?
Eine vitale Leder, Hartlederrüstung. Die wolltest du doch schon immer haben, oder? Sowas wollte ich schon immer haben, ja. Jemand verletzt? Achso, du bist du gar nicht, ne? Ich finde schon den falschen Typ hinterher hier, den. So kennen wir dich. Oh Mann, ey. Ach, der will mit dem nicht kämpfen, feige Sau. Ach, hier sind Leiche oder was? Die Leute. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr schlagen. Jetzt kommt der Depp an und haut da drauf rum. Mann. Hier ist Geld. Für uns alle. Ich habe eine Vielfalt-Insignie gefunden. Made. Guck mal, da geht's auch weiter. Da gehen wir gleich mal hoch. Na gut. Hier steht eine gefangene Wache, die befreie ich doch einfach mal. Interaktion erfolgt. Klack. Müssen wir jetzt auch noch machen? Nee, ne? So, pass auf. Ich weiß noch, hier um die Ecke steht immer ein böser Wilder was. Gezeigt. Ja. Das machst du gut. Ein Gefährtengeschenk gab es gerade. Was heißt das? Ein Gefährtengeschenk. Er hat dich beschenkt. Oh, hier gibt es eine Kiste übrigens. Die ich nicht öffnen kann. Klicker-Klacker. Ein verlorenes Relikt eingesammelt. Wie hübsch. Okay, die nächste Kiste ist dann meins. Okay. Das war so deine Kiste da. Ja, die habe ich schon einmal versucht, habe ich abgekackt. Ist abgekackt? Ja, hat er mir nicht gegeben. Abgekackt. Hat er mir nicht gegeben. Müssen wir nicht sowieso in diesen Bereich reinlatschen? Ja, wir müssen nach oben, aber vergesst nicht, dass da drüben noch... Hier sind schon wieder gespawnt, da stehen sie schon wieder. Die nehme ich nochmal mit. Komm, die waren so einfach. Was machst du bei hier? Hau ab. Könnte zu mir gelaufen. Sowas? Na sowas aber. Die Respawn-Zeit ist echt sehr kurz. Ja, das muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, dass die Respawn-Zeit auf offenem Gelände ein bisschen höher ist. Ja, und wenn die anderen hier rumlaufen, sind hier schon wieder keine Gegner. Ja, aber eigentlich stehen hier, glaube ich, auch irgendwie Gegner rum. Muss stehen bleiben, ja. Der ist auch schon voll tot hier, der Typ. Der ist voll tot? Also halb tot, würde ich behaupten. Da sind auch hier Leute. Also diese Fähigkeit ist dermaßen Müll. Spritze. War was? Ist was vorgefallen? So, und Gegner? Wir suchen immer noch Wachen irgendwie, die wir befreien müssen. Ja, fünf Wachen müssen wir treffen, ja genau. Aber wenn der andere hier immer vor uns darum. Guten Tag, Freunde danach, hallo. Da habe ich voll zu kurz geschossen, das ist auch nutzlos des Tages. Da steht eine Wache rum, die nehmen wir doch. Wie praktisch. Interaktion erfolgt. Was ist denn hier? Warum kann ich wieder nicht heilen gerade? Ich mach Schild hier und... Ah, jetzt. Ja, weil du vielleicht out of power bist. Nee. Was haut der denn hier? Was macht der denn da? Irgendwas passiert? Noch etwas passiert? Sammelst du eigentlich auch irgendwas ein oder so? Nee, ja, ein bisschen Gold. Ich sammle hier blöd irgendwie Heiltränke ein. Echt? Ja. Was willst du denn damit? Da ist wieder... Na, die sind doch böse da, oder? Ich gehe mal weg. Ich habe ganz halt die falsche Fähigkeit eingesetzt. Na, also kann es auch nicht klappen hier. Hupsa. Oh, ich habe ja eine Kiste aufgenommen. Das ja, der hat den befreit, aber jetzt ist der zählt doch nicht für uns, oder? Wenn der den befreit. Nein, tut nicht. Hört auf, geht weg. Weil sonst muss man immer wieder warten, bis alles spawnt. Das kann es doch auch nicht sein, oder? Ziel erfüllt, steht eben die gerade hier. Warum? Gibt 5 gefangene Wachen befreit? Nein. Folter Nein. beenden, wir haben die Insignien eingesammelt. Ja, mein ja Gott. Hier ist ein Gefangener. Ja, dann. Ich befummel ihn mal. Oh, geil. Er hat so viel Angst vor mir, vom Gefummel ist er weggelaufen. Was ist das denn dahinter? Leuchtet was? Habe ich auch gerade gedacht. Oh, schön. Level 10! Sehr deutlich sogar. Oh, Gottes Willen. Was macht er denn da? Ey. Guten Tag. Öfter hier? Ach, hast du Spaß hier, oder was? Nein. Ja. So, das war meine ultimative Fähigkeit. Das damit, war ultimativ weg. Hier liegt was, eine peinigende Plattenrüstung. Ist das nicht was wirklich? Warten. Du hast ein verlorenes Relikt gefunden. Eiderdauts. Was ist das? Was ist denn das? Irgendwie ist mein Controller im Boss. Ein Schatzbeutel. Die Interaktion konnte nicht auch durchgeführt werden. Warum nicht? Du hast weggeklaut, richtig? Du hast ja schon die Truhe genommen. Dann darf ich wenigstens mal einen kleinen Beutel haben mit zwei Sachen, dann oder? Dann ist die nächste Kiste meins. So, jetzt darf ich das hier wirklich mal... Was? Nein! Okay, ein Gefangener. Jetzt habe ich
Ich leuchte. Warum wir haben erst ein Insignium übrigens, ne? Nebenbei gesagt. Hast du es gewusst? Wir haben nur erst ein Insignium gefunden. Da ist wieder ein Idiot. Cool. Bitte. Heldenmut. Tut immer gut. Heldenmut tut immer gut. Oder war das Helmut gut? Man weiß es nicht. Helmut gut. Ich weiß auch nicht. Was redest du einfach Quatsch? Ich versuche dir zu folgen, was nicht einfach ist, weil da steht wieder einer, den wir befreien müssen. Deswegen befreie ich da mal hin. Wahnsinn. Mache das. Ich befreie ihn. Freedom. 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 Aber die Insignien, die können noch dauern. Ich habe zwei, du hast eins. Ach, das geht auch mal einzeln? Dann La brauchen Fug. Wir 10. Whatever. Ja. Okay. Ja, ist das pro Person oder was? Ja, anscheinend. Ja, super. Ihr habt euch versteckt, habe ich gesehen. Ich habe ganz vergessen, was war eigentlich die Mission von der Frau, die... noch einer zum Befreien? Die Orkin, die mir in Auftrag gegeben hat, habe ich ganz vergessen. Scheiße. Scheiße. Ich muss mal kurz mal nachlesen, was das war. Du lässt mich wieder alleine kämpfen, richtig? Ja, ne? Okay, ja, ich muss den Typen labern hier. Was? Ja, natürlich. Das schaffst du auch wunderbar alleine, sehe ich gerade. Hier ist auch ein Gefangener. Ach was? Aber warum kann ich den hab ich doch schon. Brauche ich doch gar nicht machen. Unsinn ist das sozusagen. Ach was, viel. Ich auf die Karte geguckt. Viel befreien hilft viel, würde ich jetzt mal so sagen. Ich muss mit zwei Leuten reden, also wir sind gleich durch, ne? Nein, mir fehlen noch 4 Vielpfeile in Sekunden. Ja, Dito. Oh. Ich verpiss mich mal kurz. Warum? Weil er mich gehauen hat. Und das ist ein Grund für dich, dich zu verpissen? Ja, genau. Ich, ja. Dafür habe ich gerade gesehen. Da steht schon wieder einer rum. Echt jetzt? Achso, dafür kriegst du nichts. Kannst du stehen lassen. Kannst du dann verhungern lassen, den armen Menschen da. Das ist doch unfair. Der kann doch nichts unfair, dafür. Der ist auch richtig doof. Brauchst du mal weg da, den Typen? Das ist ja ekelig. Ekelig. Das flog bis hier hinten, was ich hier. Oh, was ist das denn hier? Eine Kiste! Ja, dann ist das wohl meine. Ein verlorenes Relikt. Ein Relikt ist das nur. Was sind denn verlorene Relikte? Halt, muss ich die nicht sammeln, sag mal, die verlorene Relikte? Ja, du hast jetzt 3. Das sind die Insignien. Stimmt. Aber nein. Das sind die anderen, glaube ich. Nein, das ist genau das, weil du sammelst einen und hast einen mehr. Was sagt dir das? Das ist für die Tante gedacht. Meine ich. Also, huch, ich brenne. Nein. Du bist durchs Feuer gelaufen? Geringfügig. Was steht da die Typ herum hier? Gefangene Wache. Was soll denn das? Hüpf. Oh, eine Kiste. Nein. Entschuldigung. Das war eine falsche Tatsache. Eine falsche Tatsache? Also gar keine Tatsache sozusagen. Spritzel. Der ist von meinem Schild schon kaputt oder hast du geschossen? Ich hab geschossen. Okay. Ich denke gerade, ich hau den nur mit seinem Schild so. Da war der Kaschow vorher kaputt, oder weg. Was? Einfach weg. Wir sind wieder am Anfang, aber dann müssen wir die Runde nochmal. Nein, renn nicht weg, ich hatte Kundschaft. Ja, mach doch. Hilfe! Das dauert mir so nur ein bisschen länger bei mir. Ich könnte den Ogre nochmal killen, was heißt denn davon? Ja, ich glaube, der ist auch wieder da, ne? Ja? Oh, da liegt sogar noch was. Das habe ich da extra hingelegt. Ja, ist klar. Heiltrank, grausame Ikone. Da ist er doch wieder. Wollt nicht auf mich hauen! Ist da gerade einer zugekommen, kann das sein? Ja. Sind wir nicht allein? Ja, das ist ja bei so MMOs, Massive, bla. Massives Rumrennen angesagt. Genau. Ja, genau. Aber hier gab es nichts für. Ich habe 4 Insignien. Ja, ich habe 2 jetzt gerade mal. Ah, nicht durchs Feuer gehen. Kannst du mich mal heilen? Gute Idee. Da steht schon wieder eine Wache rum. Du hast mich jetzt nicht geheilt. Wie geil. Bleib doch mal stehen. Du bist doch so gut wie voll, du. Na, fehlt dir was. Oh. So, was passiert, wenn wir hier lang gehen? Was ist das hier? Ein Weg. Ach was? Ein Weg? Ein Überweg. Also dein komischer Steintroll da, ne? Wenn wir nicht auf die Füße trampeln, ne? Oh, was ist denn los? Oh, das kenne ich schon. Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich schon. Ist das ein Laden hier? Oh, wir hier? Oh, kann man hochlaufen? Wie du siehst. Ich war hier noch nie. So. Bist du da reingesprungen? Ja. Und tschüss. So? Da kommen wir auch normal hin. Ach nee, aber dann nicht, ne? Ist ja geil.
Ist auch da? Nein. Die Trefferpunkte sind niedrig. Jetzt war der Kairos Wave, weil man ist verletzt danach. Du kriegst nämlich dafür eine Trophäe, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich noch nicht? Ja. Ich habe das schon gemacht. Das ist ja cool. Ein guter Moment, um eine Pause zu machen. Findest du? Ja, finde ich, genau. So, Leute, das war das Zweikampfsofa. Wir haben Neverwinter gespielt. Jetzt werdet ihr nicht erfahren, was das mit dem Erzmagier da zu tun hat. Wir müssen einfach mal warten bis zur nächsten Folge. Ein Cliffhanger sozusagen. Och, ja. Mann, oh. Ihr werdet erst nächstes Mal herausfinden, was es ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, Abo abschließen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, vor allem wichtig, aber auch gucken und Daumen geben. Jo! Und tschüss. Tschüss.